Rupala macht jetzt so richtig ernst, meine Damen und Herren, und erhöht den Druck immer mehr auf die Bundesregierung. Dieses Video wird vermutlich wieder in 1 bis 2 Stunden gelöscht, wie es schon so häufig der Fall war. Ich mache es aber trotzdem einfach, weil es so, so unglaublich wichtig ist, dass möglichst viele Leute dieses Video sich anschauen. So war Rupala eingeladen zu einem Interview und hat diese Gelegenheit genutzt, einen richtigen Rundumschlag gegen die Bundesregierung auszuteilen, und zwar ganz besonders bei dem Thema Migrationspolitik. Ich möchte jetzt aber nicht lange drum herum reden. Ich würde sagen, wir schauen gleich rein und hören uns an, was Rupala so gesagt hat. Kommen wir zum Thema Migration. Vergangene Woche hat ja die Bundesregierung im Zuge der Ministerpräsidentenkonferenz neue Maßnahmen in Aussicht gestellt. Ihnen geht das Ganze ja erklärtermaßen nicht weit genug. Sie wollen im Prinzip ja alle illegal hier im Lande befindlichen Flüchtlinge wieder abschieben. Auch nach Syrien und Afghanistan? Man muss über die Länder Syrien und Afghanistan als erstes natürlich sprechen. Afghanistan kann man durchaus als sicheres Herkunftsland wieder einordnen, weil das sind natürlich die Hauptprobleme, gerade was die syrischen Flüchtlinge angeht. Aber nicht wir wollen das nur. Mittlerweile hat das ja der Bundeskanzler selbst angekündigt. Er möchte sogar im großen Stil abschieben. Also hier sieht man, er nimmt unsere Forderungen auf, wahrscheinlich auch dem Umfragen geschuldet. Aber insgesamt muss es nun endlich auch vorangehen. Die Bürger und auch wir wollen sehen, dass hier was passiert. Die Ministerpräsidentenkonferenzen finden vierteljährlich, halbjährlich statt, aber es geschieht nichts. Es sind alles bislang Absichtsbekundungen, aber insgesamt muss es nun endlich mal vorangehen. Grenzschutz ist auch immer wieder genannt worden. Mhm. Ich komme nun aus einer Region östlich Deutschlands an der polnischen Grenze und ich sehe nicht, dass dort kontrolliert wird. Sie versprechen ja auf Flyern, illegale Abschieben statt Ansiedeln. Ist das nicht ein sehr hohes Versprechen? Weil am Ende des Tages, viele Menschen lassen sich nicht so ohne weiteres abschieben. Die Länder wollen sie nicht wieder aufnehmen. Und ich denke, Abschiebungen, da meinen sie ja nicht nach Luxemburg oder Polen. Hier muss ich ganz kurz einhaken und meinen Senf dazugeben, nämlich ich muss wirklich sagen, Rupala hat dieses Interview bisher wie ein zukünftiger Bundeskanzler geführt. Rational, abgeklärt, brillant. Sowas wünscht sich Deutschland letztendlich. Und jetzt zu dieser albernen Frage dieses Reporters bzw. dieses Moderators, die eigentlich nur darauf abzielt, Rupala dumm dastehen zu lassen und es so wirken zu lassen, als wären seine Vorschläge überhaupt nicht umsetzbar. Nein, lieber RTL-Reporter, es ist nichts Ungewöhnliches, wenn ein Staat dazu in der Lage ist, Bürger, die sich illegal auf seinem Staatsgebiet aufhalten, abzuschieben. Sei es nach Syrien, nach Afghanistan oder sonst wohin. Und ich finde es einfach nur albern und auch nicht sehr sachlich und konstruktiv, wenn man jetzt so tut, gerade wie man hier gesehen hat vom RTL-Reporter, als ob eine Abschiebung was Schlimmes wäre oder was ein Staat gar nicht durchsetzen könne. Das ist absolut lächerlich. Wir schauen weiter rein. Ja, man muss insgesamt natürlich mit diesen Ländern, mit diesen Herkunftsländern Abkommen schließen. Das muss Grundvoraussetzung sein. Das gehört für mich auch zu einer... Leicht gesagt. Das gehört für mich zu einer guten Außenpolitik dazu. Das ist Aufgabe der Außenministerin, diese Abkommen auch in Abhängigkeiten mit Hilfsgeldern zum Beispiel zu stellen. Man muss das Druckpotenzial natürlich auch auf diese Länder ausweiten, damit man genau diese Illegalen, vor allem wir reden hier von illegalen Migranten, die hier sind, die also auch keine Duldung genießen, die auch hier in keinster Weise integrierbar sind, dass diese abgeschoben werden müssen, vor allen Dingen auch Gewalttäter. Das muss Grundvoraussetzung für einen Rechtsstaat sein. Ja, was machen Sie mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, wenn Sie das sagen hätten? Sollen die Ihrer Ansicht nach auch wieder zurück in Ihr Heimatland? Nun, wir sehen ja, dass sich endlich immer mehr auch breit macht, dass es hier zu Friedensverhandlungen kommen wird und kommen muss. Es ist mittlerweile sichtbar, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnt und gewinnen kann. Aber noch ist der Krieg ja im vollen Gange. Und an dieser Stelle sieht man die Voreingenommenheit des RTL-Moderators. Ich meine, schauen wir doch auf das letzte Jahr zurück. Diese hochgelobte Gegenoffensive der Ukraine, sie ist die ganze Zeit ausgeblieben. Da wurden Milliarden an Steuergeldern in diese Hightech-Waffen aus Europa und den USA versenkt. Und die Ukraine hat sage und schreibe 10, 20, 30 Meter Landgewinn letztendlich zu verbuchen. Ich meine, welcher Illusion muss man jetzt eigentlich noch hinterherlaufen, um zu denken, dass die Ukraine noch diesen Krieg überhaupt gewinnen kann?
Wir hören weiter rein. Noch ist der Krieg nicht in der gesamten, und der Krieg ist Gott sei Dank nicht in der gesamten Ukraine ansässig. Mhm. Was wir aktuell sehen, ist gerade auch mit der in dem Bereich des Bürgergeldes, dass wir natürlich damit ein Pullfaktor auch für ukrainische Flüchtlinge sind, die natürlich selbst aus Polen und Ungarn hierher kommen und Bürgergeld genießen. Und das kann nicht so weitergehen. Das ist für den deutschen Steuerzahler nicht mehr hinnehmbar. Und wir sehen es ja aktuell, dass auch die Kosten gerade im Bürgergeld in diesem Bereich explodieren. In der Tat. Steht den Ukrainern Ihrer Ansicht nach das Bürgergeld zu? Nein. Sie würden es direkt wieder abschaffen? Ich würde das, es war auch ein großer Fehler gewesen und das haben wir immer wieder gesagt, dass die ukrainischen Flüchtlinge hier Bürgergeld beziehen, weil wie gesagt 700.000 von 1 Million arbeiten hier nicht, beziehen direkt Bürgergeld. Also Flüchtlingshilfe und Unterkunft, keine Frage, Sachleistungen, darüber diskutieren wir nicht. Das ist natürlich Grundvoraussetzung für Flüchtlingshilfe, aber Bürgergeld ist ein Sozialsystem für deutsche Staatsbürger, die hier auch einzahlen. In dieser Woche Haushaltsberatungen im Bundestag haben Sie mitbekommen, die Militärhilfe für die Ukraine wird verdoppelt von 4 auf 8 Milliarden. Finden Sie das in Ordnung? Man muss sehen, wie das Geld in erster Linie angewendet werden. Ich denke, es wäre erstmal wichtig, dass die eigene Bundeswehr verteidigungsfähig ist, nicht kriegsfähig, wie es Herr Pistorius gesagt hat. Das sind wirklich Worthülsen, die man ablehnen muss, sondern verteidigungsfähig. Kann man sagen, verteidigungsfähig, das sollte das erste Ziel sein, bevor wir uns um andere Länder militärisch Aufstockung hier wünschen, beziehungsweise diese mit deutschem Steuergeld unterstützen, sollten wir uns als allererstes um die eigene Truppe, um die Bundeswehr kümmern. Und hier kann man wieder nicht anders als Herr Chrupalla 100% zuzustimmen. Deutschland muss sich letztendlich auf seine eigenen Probleme besinnen und diese lösen, bevor Geld in die Ukraine gepumpt wird, bevor Geld nach Afrika für Entwicklungshilfe ausgegeben wird. Wann fängt die Ampelregierung endlich an, sich um seine eigenen Bürger zu kümmern? Und dazu gäbe es auch allen Grund, denn die Wirtschaft bricht ein, die Bürger verarmen in Deutschland und Deutschland ist mittlerweile wieder der kranke Mann Europas. Was ist eure Meinung? Wäre Chrupalla ein guter Bundeskanzler und würde sich für die Belange der deutschen Bürger einsetzen? Schreibt es doch in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.